Was geht? Ihr seid hier bei Lebenswerten am Rand. Mein Name ist Kimon. Herzlich willkommen. Das ist der zweite Teil zu der Reihe Methoden des 21. Jahrhunderts. Jugendarbeit neu denken. Die Frage ist natürlich, wie neu sind die Methoden wirklich? Und um das herauszufinden, müssen wir die Methode erstmal kennen. Was meine ich hier überhaupt? Heute möchte ich euch drei Prinzipien oder Methoden nochmal vorstellen, die im digitalen Kontext genutzt werden. Bitte bedenkt immer, das habe ich im ersten Video schon erklärt, ich rede zwar von digitaler sozialer Arbeit, ich beziehe mich auch heute nochmal mehr auf den digitalen Raum. Mir ist aber besonders wichtig zu erwähnen, hybride Jugendarbeit ist die Zukunft. Das bedeutet die Verknüpfung von Räumen. Schaut euch dazu einfach nochmal den Vortrag von Professor Deinert an, dann wisst ihr, was ich meine. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte mit euch über drei Sachen sprechen. Die erste Sache baut vor allen Dingen auf dem Mikro-Targeting drauf auf und das ist das Prinzip oder die Methode Schutz im ungeschützten Raum. Auch hier die Frage, wie neu ist das wirklich, wenn man jetzt an eine Telefonseelsorge oder so denkt. Da werden ähnliche Prinzipien sichtbar, aber was meine ich überhaupt? Ich meine, dass wenn man einen Post wie ihn, ich habe gesagt, ich werde die Beispiele öfters bringen, von Gangway Berlin veröffentlicht, dann macht man damit einen Raum auf. Man gibt Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu melden, in einer DM zu melden, anzurufen. Und dieser Raum ermöglicht es eben, einen Schutz in einem ungeschützten Raum zu bekommen. Man ist irgendwie als Jugendlicher oder auch als Kind zu Hause, die Eltern fetzen sich, die Eltern sind Alkoholiker, wie auch immer, zu Hause ist nicht der sichere Ort, wie er eigentlich sein sollte. Und dann findet man über Instagram so einen Post und meldet sich. Dann ist man auf einmal innerhalb von Instagram in einem geschützten Raum. Ich kann mit einer Fachkraft kommunizieren, ich kann mir eventuell Hilfe abholen, ich kann mir erste Beratung digital abholen und erlebe für einen kurzen Moment so ein Gefühl von Sicherheit. Und das, obwohl ich eigentlich zu Hause in einem ungeschützten Raum bin. Das ist das erste Prinzip und das, finde ich, unterstreicht auch nochmal, wie wichtig es ist, dass soziale Arbeit, insbesondere Jugendarbeit, einen guten Auftritt auf Social Media hat. Und dann sind wir direkt bei dem zweiten Prinzip oder besser gesagt Effekt, den man damit zunutze macht oder den man damit erzeugt, wenn man regelmäßig auf Social Media Dinge postet. Ist auch absolut kein Hexenwerk, vielleicht kennen viele von euch schon den Effekt. Ich meine den Mirror Exposure Effekt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Der besagt, dass aufgrund einer Darbietungshäufigkeit ein positiver Reiz gesetzt wird. Anders gesagt, je öfter ich etwas sehe, wahrnehme, wird alleine durch die wiederholte Wahrnehmung ein positiver Reiz in meinem Gehirn freigesetzt oder verknüpft. Das bedeutet, um zurück auf das Mikro-Targeting zu kommen, auf das Schutz im ungeschützten Raum, diese Posts, die ich absetze, die ich hoffentlich regelmäßig absetze, tragen auch dazu bei, dass mich Jugendliche und junge Menschen positiv behaftet kennenlernen. Und das vielleicht ohne, dass sie mich direkt kennenlernen. An der Stelle bringe ich immer gerne das Beispiel dann der aufsuchenden Arbeit, um auch zu verdeutlichen, wie sich die Räume verknüpfen. Stellt euch vor, ihr habt ganz viel Social Media Content produziert, gepostet, der heißt auf gute Interaktion gestoßen und dann geht ihr in den Sozialraum raus, macht klassische aufsuchende Arbeit. Und wenn ihr Content produziert habt, wo euer Gesicht zu sehen ist, also die Leute, die Jugendlichen wissen, wer dahinter steckt, dann kann es sein, dass die Jugendlichen euch auf der Straße ansprechen und schon mit euch eine Beziehung aufgebaut haben über das Internet. Und das eben aufgrund dieses Effektes. Weil die es öfters gesehen haben, meinen die einen schon zu kennen, man ist positiv behaftet und dieser erste analoge Kontaktaufnahme kann viel leichter ablaufen. Hier muss ich kurz aus dem Schnitt intervenieren und es etwas präzisieren, was ich dort gerade gesagt habe. Der Effekt ist kein Wiedererkennungseffekt. Das kann jetzt den Anschein machen, so wie ich es da gerade dargestellt habe. Es geht aber vor allen Dingen darum, Reize, die unbewusst wahrgenommen werden, für nur einen kurzen Moment, die können aufgrund wiederholter Wahrnehmung positiv behaftet werden. Wird ein Reiz, ein Bild, ein Post länger betrachtet, dann können sich Vorurteile bilden und eine Meinung sich verfestigen. Das kann positiv wie negativ sein, das kommt immer ganz drauf an. Nichtsdestotrotz gilt, was ich eben gesagt habe, bei der aufsuchenden Arbeit kann es sehr vom Vorteil sein, wenn ihr auch schon im digitalen Raum präsent seid, weil euch die Jugendlichen eben schon kennen und die Hürde, euch anzusprechen oder mit euch tatsächlich zu reden, wenn ihr sie ansprecht, doch geringer ist. Das muss ich nur kurz klarstellen, ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Video. Und zum Schluss, und dann sind wir schon, wenn man eine Beziehung hat, wenn man aufsuchende Arbeit macht, da sind wir dann schon. Die kann man Social Media eben als Instrument der Aneignung nutzen. Und wie das dann eben aussieht, wenn man Social Media als Aneignungsinstrument sieht, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Das haben nämlich Streetworker, unter anderem Daniel heißt er, ziemlich gut umgesetzt. Schauen wir mal kurz rein. Man hat mit dieser Aktion sich jetzt nicht nur einen Teil des öffentlichen Raums zurückerobert und gesagt, so, hey, wir finden hier statt. Nein, man ist auch gleichzeitig hingegangen, hat es auf Social Media festgehalten und eben damit diese Aneignung, die eigentlich nur für Leute an diesem Tag sichtbar gewesen wäre und auch nur, wenn sie da vorbeigegangen wären, hat man auf einmal versucht, größer zu machen. Und damit eben auch Jugendlichen da nochmal ein größeres Aneignungsgefühl gegeben. Also wenn dieses Thema Aneignung ist auch nochmal ein ganzes Thema für sich, aber Social Media eignet sich wirklich wunderbar,
um einfache Aneignungsprozesse festzuhalten. Man denke an ein Graffiti, was abfotografiert wird und auf Insta gepostet wird. Damit hat man die Aneignung durch Graffiti sichtbarer gemacht. Auch alles keine neuen Dinge, die ich hier erzähle. Ich finde aber den Bezug zur sozialen Arbeit darin immer sehr interessant und wie gesagt im ersten Video, Fachkräfte, die lebenswertorientiert, sozialraumorientiert handeln, sind meistens die ersten, die solche Trends, Methoden, wie auch immer man es lernen möchte, erkennen. Das war der zweite Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in einem von den Videos wieder. Ihr könnt mich hier noch abonnieren. Ich freue mich immer darüber. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.